Vielen Dank, Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön. Herzlich willkommen bei The Quiz, der spektakulärsten Show im deutschen Fernsehen. Und das hier sind unsere drei heutigen Kandidaten. Bitteschön. Schönen guten Tag. Abkämmerser René, mein Name. Und mit meinem eiskalten Gespür werde ich jede Quizfrage beantworten. Skinami Kackbratzen, ich bin Lexa, ich komme aus dem Ghetto. Also richtiges Ghetto, nicht so Kindergarten-Ghetto, wie ihr so denkt, ne? Sondern so richtig Ghetto, wo die Rapper drüber rappen, weißt du? Verstehst du? So, weil ich der Einzige bin, habe ich sowieso den Plan hier, deswegen werde ich das Ding gewinnen. Peace out, ich bin raus, was geht ab? Hallo, ich bin Dandra, ich bin 16 Jahre alt und ich gehe immer noch in die Grundschule, weil ich mich im Zahlenraum von 1 bis 10 noch nicht sicher bewege. Und ich will das Quiz gewinnen, weil ich meinen Freund Sascha beeindrucken will. Sascha. Wow, liebes Publikum, ich glaube, solche drei Intelligenzbestien hatten wir bisher noch nie bei The Quiz. Warte, pass mal schön auf, ja? Oh, 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 da wird schon jemand sauer. Pass mal schön auf, ja? Alles klar. Pass mal auf, ja? Na gut. Pass mal auf. Okay. Pass mal. So. Pass. Können wir anfangen? Ihr bekommt Fragen von mir gestellt. Solltet ihr die Antwort kennen, drückt ihr auf den Buzzer, so bekommt ihr einen Punkt. Ist die Frage falsch, bekommen die Gegner einen Punkt. Ganz einfache Regeln. Habt ihr die Regeln verstanden? Ja. Sandra, diese Frage gehörte noch nicht zum Spiel. Sorry. Sorry, Leute, ich. Sorry. Gut, dann starten wir jetzt mit The Quiz. Frage 1. Vervollständige das Sprichwort. Wer zuletzt lacht? Hat den Witz zu spät verstanden? Nein. Lacht am besten. Damit bekommen Sandra und Ronny einen Punkt, Lexa leider einen Minuspunkt. Pass mal schön auf, ja? Nächste Frage. In welchem Land gelten die Kühe als heilig? Kuba. Kurdistan. Nein, Ronny, haben Sie eine Idee? Indien. Indien, also bitte. Das ist richtig. Damit schon 2 Punkte für Ronny, 0 Punkte für Sandra und minus 2 für Lexa. Pass mal schön auf, ja? Frage 3. Der Sohn vom Bruder deines Vaters ist dein... Der Sohn von deinem... Kanarienvogel. Ich glaube, ich weiß, aber nicht lachen. Der Sohn von meinem Bruder ist meine Oma. Also wirklich hier. Also ich. Alter, hör auf, mich aufzulachen, ja? Wenn du meine Ehre verletzt, hol ich Hassan und der verletzt seine Mini-Hoden. War das etwa gerade eine Beleidigung von einem Polizisten? Nein, das war eine Beleidigung von einem Hurensohn. Lasst uns lieber weitermachen. Okay. Nennt mir den Titel und den Interpreten vom folgenden Song. Bushido? Ich war noch nicht fertig! Es war aber leider am Anfang schon falsch. Deine Mutter ist falsch. Kommen wir auch schon zur letzten Runde, der Power-Runde. Hier kann sich nochmal alles ändern. Ich werde euch in wenigen Sekunden sehr, sehr viele Fragen stellen. Und ihr müsst so schnell es geht antworten. Frage 1. Ein anderes Wort für Gnom. Ronny. Also, falsch. Zwerg. Welcher Schweizer Käse wird... Emmentaler. Weiter, weiter. Richtig, gut. Nenn mir eine deutsche Stadt, die mit C beginnt. Zwickau. Falsch. Nenn mir ein Spiel, welches man in einem Casino findet. Röbleck. Nein, Röbleck war ein Sänger. Ronny, achten Sie ein bisschen auf Ihre Punkte. Nächste Frage. Wie wird das World Wide Web abgekürzt? HDF. Nee. Letzte Frage. Welche Bedrohung für die Menschheit gilt im 20. Jahrhundert als die größte Herausforderung? Drogen. Falsch. Der Klimawandel. Drogen. Ronny, Ihr Punktestand? Drogen. Ja, und ich glaube, damit haben wir einen Gewinner bzw. eine Gewinnerin. Sandra, herzlichen Glückwunsch. Das war The Quiz. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Ich bin verrückt. Auf Wiedersehen.